Hi, hi. Ich mache heute ein Februar-Favoriten-Video und ich wollte mich noch entschuldigen, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hatte einfach extrem viel zu tun. Es war einfach ein bisschen was zu erledigen und mir ging es gesundheitlich auch nicht super gut. Also ich hatte auch ein bisschen zu kämpfen mit Hals und ja. Jetzt bin ich wieder da und ich werde euch jetzt das Februar-Favoriten-Video machen. Ich habe mir jetzt ein paar andere Sachen rausgesucht als im Januar-Favoriten-Video, weil ich einfach dachte, gut, es war einfach ziemlich viel und mir hat es selber total leid getan. Ich wollte es nicht nochmal drehen im Januar. Und jetzt dachte ich, mache ich mal ein bisschen weniger, wirklich nur die Sachen, die ich wirklich intensiv benutzt habe und auch ein paar, die neu dazugekommen sind, aber auch ein paar alte. Und ich habe aus allen Bereichen mal ein paar Sachen genommen. Also wundert euch nicht, dass ich mich hier ständig umdrehe. Hier liegen nur die Sachen auf meinem Bett. Ihr seht ja, hier habe ich mein Bett im Hintergrund. Und ja, ich fange einfach mal mit den unspektakulärsten an, und zwar Film. Ich weiß nicht, interessiert euch das, wenn ich Filme vorstelle? Weil ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht auch mal ein Video mache zu meinen Top-Liebesfilmen, Top-Actionfilmen oder irgendwie sowas. Also ein paar DVDs mal zeige, die ich so habe und die ich total gut finde, oder auch einfach Filme oder Serien oder ich weiß nicht. Schreibt mir einfach mal, ob euch das interessieren würde, weil wenn ja, dann würde ich das natürlich machen, und wenn nicht, dann ist es ja Quatsch. Würde ich mir auch nicht die Mühe machen, und das Video zu drehen. Ja, auf jeden Fall ein Film, den ich ehrlich gesagt gestern erst geguckt habe, gestern Abend, und den ich total süß finde. Und zwar heißt der Apartment-Schreck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist aus der Bücherei, also deswegen steht hier ab 6 Jahre und hier oben auch so ein Kleber. Ich leihe mir manchmal ein paar Sachen aus der Bücherei aus, einfach nur, weil die Bücherei ungefähr auf dem Weg von Arbeit zu mir nach Hause ist, wenn ich laufe. Und ich ziemlich gerne mir Hörbücher ausleihe. Also wenn euch Hörbücher zum Beispiel auch interessieren, würde ich euch auch ein paar vorstellen. Ich liebe Hörbücher über alles. Es beruhigt mich einfach, und naja. So, Schluss mit dem Gebabbel. Das hier ist ein Film, den ich gestern gesehen habe eben. Der ist mit Ben Stiller und mit Drew Barrymore, also mit der von Schokolade zum Frühstück. Und Ben Stiller ist ja ein allbekannter, ich mag ihn einfach total gerne. Ja, und wie ihr schon seht, das Cover, die beiden sitzen auf einer Oma, die hier eingewickelt ist in Wolle. Und gut, das Cover hat mich jetzt nicht ganz so angesprochen, aber die Schauspieler, und deswegen musste ich den Film mitnehmen. Und es handelt davon, dass dieses junge Pärchen hier ausziehen möchte, beziehungsweise zusammenziehen möchte. Und die suchen eine Wohnung, beziehungsweise eine Maisonettenwohnung, finden sie dann auch. Und das ist in Brooklyn oder in der Bronx? Nee, in Brooklyn, ja, in Brooklyn. Genau. Und das Coole ist, die ziehen unten ein, das ist eine wunderschöne Wohnung, total toll, mit Bibliothek und mit, also 500 Quadratmetern ungefähr. Und das Problem ist nur, was sie haben, ist, dass diese alte Oma hier oben wohnt und auf ganz süß und lieb tut, als sie sich die Wohnung angucken. Aber dann, wo sie drin wohnen in der Wohnung, ist sie einfach nur der Schrecken. Also sie fragt jede 5 Minuten nach irgendeiner Aufgabe, die die beiden für sie erledigen, zum Beispiel Müll runterbringen. Und das ist dann nicht nur ein kleiner Müll, sondern das sind dann 6 so eine Säcke voll, und da fallen dann auch noch alte Schlüpper von ihr raus, und ganz schlimm. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall entpuppt sie sich eben als den Apartment-Schreck, also der Wohnungsschreck überhaupt, diese alte Lady. Und die beiden sind irgendwann total verzweifelt, und die alte Lady ruiniert quasi deren Leben, und so ungefähr ist die Geschichte. Und ich finde es ziemlich witzig, den Film, also, weil einfach, die beiden sind so tollpatschig und denen passiert einfach so viel Müll, dass ich mich total identifizieren kann mit den beiden, weil ich bin auch so ein tollpatschiger Mensch, und da denke ich auch so, ja, das könnte ich ja sein. Genau so, das wäre mir jetzt auch passiert, genau das. Und da passiert einfach so viel Scheiße, und ich finde den einfach ziemlich lustig, und deswegen gehört er zu meinen Februar-Favoriten. Also wenn ihr interessiert seid, dann guckt euch den an, hier ist noch ein bisschen. Ja, ist ab 6 Jahre, also der ist wirklich witzig, den kann man einfach so mal gucken zwischendurch. Ist was Leichtes, nichts Tiefgründiges, und ja, ganz witzig. So, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, oh Mann. Also gut, dann zu meinen Favoriten gehört auf jeden Fall, diese Tasche, die ich getragen habe. Ich finde sie auf jeden Fall sehr toll. Sie ist so anthrazitfarben, gräulich und mit so schwarzen, ist alles Kunstleder und hier so Nieten. Ja, ihr seht es ja selber. Was ganz praktisch ist, ist, dass eben die DIN A4 reinpasst. Ich habe sie jetzt nicht neu, also ich habe sie schon seit 1,5 Jahren.
Aber sie gehört jetzt irgendwie trotzdem zu meinen Favoriten gerade und ja, weil ich sie einfach ganz gern getragen habe. Und weil eben, wie gesagt, DIN A4 reinpasst und weil einfach finde ich, sie kleiner ausschaut, als sie wirklich ist. Also da passt wirklich relativ viel rein. Dann, was auf jeden Fall auch zu meinen Favoriten gehörte, war diese Mütze. Und zwar ist die von Bench, wie man sehen kann. Und es ist ein ganz schöner, nicht Flieder, auf jeden Fall dunkler als Flieder, so ein bisschen dreckiges Fliederfarben, würde ich sagen. Also so leicht lila Hauch. Ist so eine Mütze. Und wenn man die aufzieht, ich kann sie jetzt nicht aufziehen, weil ich so ein Dingsbums da oben auf dem Kopf habe. Ja, wenn man sie aufzieht, dann ist sie hier hinten so ein bisschen sackig. Also sie ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Sie hängt so ein bisschen hinten und das mag ich eigentlich ganz gerne. Was natürlich auch nochmal richtig schön sind, diese Riffeln hier. Das verstärkt irgendwie den Effekt, dass es so hinten so ein bisschen sackig ist. Total. Und das finde ich total schön. Ich weiß auch nicht. Ja, die hat 10 € gekostet, war im Angebot von Bench. Und ich finde 10 € zwar für eine Mütze jetzt nicht unbedingt so angemessen, aber ich denke, man kann sich das mal kaufen. Also so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. 10 € sind jetzt auch nicht super, super viel. Was ich auch noch super gern getragen habe, und jetzt kommen wir langsam zu den Beauty-Sachen, sind diese Spänkchen hier. Das sind so zwei Leo-Spänkchen von Rossmann. Ich glaube, die haben 1,50 gekostet, wenn ich mich nicht irre. Und sie sind relativ groß, also das finde ich eigentlich ganz gut, weil bei mir halten sonst die Spänkchen nicht, weil ich hier so gestufte Haare habe und so. Naja, auf jeden Fall diese Spänkchen waren meine Favoriten. Dann Ohrringe, muss ich euch einfach die beiden zeigen, weil ich habe die wirklich jeden Tag getragen, ohne Scheiß. Also deswegen gehören sie auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Das sind diese hier. Und ich finde sie total niedlich. Also sie haben, ich zeige euch mal ein, die haben eben so ein Herz und obendran ist so eine Rose mit Blüten und sind in Gold gehalten, haben hier außen dran so eine Verzierung. Ob ihr das gesehen habt, weiß ich nicht. Ja, jetzt so. Und ich finde sie einfach total süß. Und ich habe mir die Anhänger im Laden gekauft und in so einem Bastelladen, den wir hier haben. Und diese Hänger, ich weiß immer nicht, wie das heißt, diese Ohrringhalter habe ich davor schon gehabt. Also die habe ich einfach nur rangemacht und ich liebe die Ohrringe. Sie sind ein bisschen individuell, weil eben sie nicht zu kaufen sind in irgendwelchen Läden. Und deswegen habe ich die jeden Tag, oder ich habe die überhaupt jeden Tag getragen, weil sie Gold sind. Ich liebe Gold und ja, das sind meine Favoriten-Ohrringe diesen Monat gewesen. Dann kommen wir mal zu einem Duschpeeling und zwar dieses von Balea hier, dieses Creme-Dusche, Duschöl-Peeling, bla bla bla. Das ist so ein goldenes und das heißt auch Golden Touch. Und das fand ich irgendwie, ich habe es noch nicht lange benutzt, also ich habe es eigentlich schon relativ lange, seit Anfang des Monats, aber ich habe irgendwie das noch nicht benutzt gehabt und habe es jetzt erst 2, 3 Mal benutzt. Deswegen kann ich euch noch nicht ganz so viel sagen, aber ich finde den Geruch einfach total lecker. So ein Wohlfühlgeruch, ich weiß auch nicht. Also ich meine, Balea ist nicht teuer, also wenn ihr mal interessiert seid an einem, das so einen schönen, leckeren Geruch hat, riecht einfach mal bei DM dran und vielleicht gefällt es euch ja auch. Und für den Preis finde ich, ist es immer ganz gut, vor allem weil da 200 ml drin sind und das eine relativ große Tube ist. Ja. Dann, was noch dazu gehört hat, was ich diesen Monat ziemlich oft getragen habe, ist dieses Parfum. Das ist jetzt kein neues Parfum, was gerade rausgekommen ist, aber ihr kennt es bestimmt. Das ist von Christina Aguilera. Dieses Parfum hier. Und ich habe das einfach. Oh, ich liebe diesen Geruch einfach. Das ist ein schöner Alltagsgeruch, finde ich. Ich trage ihn super, super gerne im Alltag. Genau wie mein Betty Barclay Parfüm. Also die beiden sind so meine Alltagsparfums. Und ja, den habe ich einfach ziemlich oft getragen diesen Monat. Also könnt ihr auch mal dran schnuppern, wenn ihr den noch nicht kennt. Ich finde ihn super. Dann, was noch zu meinen Lieblingen gehört oder Favoriten diesen Monat sind, ist meine neue Pflegeroutine. Und zwar habe ich jetzt eine neue Reinigung bzw. Pflegeroutine. Die ist von Avène. Und dazu gehören diese beiden. Das hier ist einmal mein Reinigungsgel von Avène. Und das ist so mein Tonic. Das muss man immer vorher so schütteln. Also Gesichtswasser meine ich so. Ja, die beiden gehören auf jeden Fall dazu. Und zwar, ich werde es jetzt nicht vorlesen, sonst killt ihr mich für mein Französisch. Deswegen werde ich es mal kurz reinhalten. Es ist dieses hier. Und ich finde es ganz gut. Es ist nicht ganz so aggressiv wie das La Roche-Posay, was ich immer benutzt habe, wie diese Serie. Deswegen finde ich es ganz gut. Und trotzdem ist es, finde ich, sehr angenehm auf der Haut. Wobei es noch ein Tick sanfter sein könnte. Aber, also, weil ich es trotzdem noch irgendwie ein bisschen aggressiv finde. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal viel, viel besser als das La Roche-Posay. Und was halt bei Avenia typisch ist, dass es eben mit Thermalwasser ist. Ja. Und
Das finde ich auf jeden Fall einer meiner Top-Favoriten. Und das hier ist das, hier steht es auch nochmal, Gentle Toner. Also mein Wasser dazu, mein Reinigungswasser oder Gesichtswasser, was man einfach danach nochmal drauf macht, was ganz angenehm ist. Und dazu gehört eigentlich eine Creme und die habe ich jetzt erstmal nur in einer Probiergröße mitgenommen. Ja, naja, Hydrance heißt die, Hydrance Optimal. Und das sind jetzt nur 5 Milliliter, es ist wirklich nur diese Probiergröße. So, ja. Und ich finde die aber nicht so ganz so gut. Da weiß ich noch nicht, ob ich damit zurechtkomme. Muss ich mir nochmal überlegen irgendwie oder nochmal mehr testen. Ich benutze sie ehrlich gesagt auch nicht jeden Tag, weil nicht jeden Tag habe ich das Gefühl, dass meine Haut jetzt unbedingt eine Portion Creme vertragen kann. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Dann auf jeden Fall eine meiner Top-Favoriten war dieses Puder, von dem ich extrem begeistert bin. Und zwar das von Kiko hier. Dieses Puder. Das ist so, so, so schön weich. Das ist so extrem weich. Ich habe das bei meinem Kiko-Haul vorgestellt und war schon begeistert. Und ich bin immer noch begeistert. Und ich trage es jeden Tag. Und oder ich trage es jeden Tag auf. Und ich liebe es. Also, wenn ihr die Chance habt, das mal zu testen, testet es mal. Also, weil bei Kiko immer diese Aufsteller sind, wo man das eben mal seinen Finger reinpatschen kann. Das ist jetzt die Farbe 04. Und es ist das Soft Light Powder. Also, Soft trifft wirklich. Also, trifft es wirklich ganz genau. Es ist ganz weich. Es ist eine super schöne. Oh, es fühlt sich einfach nur gut an. Und ja, ihr könnt es bestimmt nicht erkennen. Doch so ein bisschen. Und vor allem das Tolle ist, was ich manchmal bei Puder ein bisschen, bei manchen ein Problem habe, wenn man das auf die Haut aufträgt, dann sieht man diese Härchen im Licht, weil jeder Mensch hat natürlich Härchen auf der Haut, bla, wisst ihr. Und bei manchen Pudern ist es extremer, dass das Puder eben bei den Härchen, die Härchen eben eher betonen, weil es da eben hängen bleibt, als andere Puder. Und bei dem ist es wirklich gar nicht so, dass man da Härchen sieht und so. Also ich finde es wirklich schön. Sehr empfehlenswert. Kostet zwar auch 11 Euro noch was, aber naja. Dann habe ich mir gekauft den Concealer bzw. die Camouflage von Art Deco. Ich habe das jetzt in diesem besonderen, nicht wundern, meine Hand kommt gleich noch, in diesem besonderen, ja, wie nennt man das? Aufbewahrungsdöschen hier von Art Deco. Aber jetzt endlich ist es nur diese Camouflage-Creme, die kennt ihr ja alle. Die kommt in so einem kleinen Tiegelchen hier oder in so einem kleinen, naja, ihr wisst schon, in diesen Dingern. Und das ist die 6 von Art Deco. Hat hier hinten so ein Magnet und deswegen kommt die in dieser Magnetbox. So, jetzt habe ich es. Die habe ich mir dazu gekauft, also nicht wundern, die gibt es nicht dazu. Und ja. Das ist so eine besondere von so einer Limited Edition sozusagen. Glam Stars heißt die Edition. Ja. Fand ich ganz süß und ich bewahre die halt da drin auf so. Dann fand ich auch noch super den von Reval de Loup diesen Lippenstift aus der LE von dieser Glöckler. Glöckler LE, so Glöckler. Das ist so ein total schöner dunkelpink-beeriger Ton. Ich finde den total toll. Den habe ich euch hier geswatcht, da. Könnt ihr mal gucken. Und ich finde den einfach ganz besonders. Ich finde die Textur ganz schön, sehr cremig. Finde ich besser als die normalen Revel de Loop. Oder Revel de Loop. Ich weiß nicht genau, immer noch nicht, wie man es ausspricht. Lippenstifte, da habe ich auch 2 Stück von. Und ich finde die Textur von dieser LE hier viel, viel, viel besser. Und viel cremiger. Und einfach ein viel schönerer Auftrag. Dann mein Favorit, der auch im Januar mein Favorit war, ist dieser Alverde Kajal in der Farbe 09 Taupe. Den finde ich immer noch super, immer noch klasse. Benutze ich wirklich als Alltagslook fast jeden Tag. Ich habe jetzt auf den Augen gar nichts drauf, also bitte nicht wundern, dass ich nichts trage. Aber gut, den habe ich euch hier geswatcht. Das ist der zweite hier. Und der ist immer noch total schön und auf jeden Fall seinen Preis wert. Dann habe ich mir gekauft einen Eyeliner-Pen und zwar von P2 einer. Das ist so einer, der so wie so ein Filzer vorne so einen Stift hat. Einfach, weil ich so einen noch nicht hatte und den mal ausprobieren wollte. Damit habe ich ein paar Looks geschminkt, einfach so. Im Alltag benutze ich den natürlich nicht, das ist mir einfach zu stark. Und den habe ich euch hier geswatcht. Der macht eigentlich, also wirklich eine sehr feine Linie und ich finde auch, dass der sehr gut hält. Für den Preis auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt noch nicht super oft getestet, also so viel kann ich jetzt dazu auch noch nicht sagen. Dann meine allzeit geliebte Mascara. Jetzt kommt nicht die Essence Multi Action, sondern die von Aldi, die Biocura Mascara. Die habe ich mir jetzt gerade nachgekauft. Moment. Und zwar kostet die 2,70 Euro, 2,75 Euro, ich weiß nicht, ungefähr 2-3 Euro. Die kommt in diesem Paketchen hier. Das ist die Volume Mascara in Schwarz. Und ich finde, das ist einfach mal
Die geht bei mir noch vor der Essence Multi-Action. Also ich finde die einfach mal Bombe. Für den Preis vor allem. Und ja, das Bürstchen sieht ganz normal aus, also so aus. Und ich finde, was ich bei der eben besser finde als bei der Multi-Action, ist, dass die hier einfach länger, habe ich so das Gefühl, haltbar ist. Also die Essence Multi-Action fängt bei mir nach ein paar Wochen beziehungsweise Monaten, zwei Monaten oder so, fängt die an extrem zu bröseln und ich muss mir sofort neue kaufen, was ja auch nicht super schlimm ist. Aber bei der hier habe ich das Gefühl, dass die wirklich so 3-4 Monate hält und das finde ich einfach mal besser natürlich dann. Und ich weiß auch nicht, ich mag die einfach im Auftrag nochmal ein bisschen mehr als die Essence. Also ja, die ist von Aldi. Ich weiß auch nicht, wie ich damals mal darauf gekommen bin. Ich habe die jetzt schon ziemlich lange. Also kaufe ich mir die immer wieder. Und die haben auch ihr Design ein bisschen geändert. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, das Design, ne? Naja. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine meiner Favoriten. Dann noch ein Kajal. Und zwar ein Kohlekajal von Manhattan in Weiß. Einfach, weil ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich eben ein besseres Weiß gesucht habe und mir dann den gekauft habe, mit dem sehr zufrieden bin. Und der gehört deswegen auch immer noch zu meinen Favoriten. Das ist dieses Weiß hier. Das ist so ein tolles, strahlendes Weiß. Finde ich klasse für die Wasserlinie zum Betonen, zum Auffrischen. Und deswegen gehört es immer noch zu meinen Favoriten. Dann dieser kleine Kabuki hier von Rival de Loup gehört zu meinen Favoriten, weil ich finde, für den Preis, der einfach hammermäßig ist. Der verliert kaum Haare, also hält sich wirklich total in Grenzen. Und ich finde den einfach total schön. Der ist jetzt nicht super, super weich. Ist halt wie so ein Kabuki, ein bisschen Druck eben. Und ich finde für den Preis den einfach super. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal einen Kabuki sucht. So, das war es jetzt mit meinen Favoriten. Ich glaube, 17 Minuten wieder. Oh mein Gott. Tut mir leid und tut mir auch leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Wirklich. Und Dankeschön für alle neuen Abonnenten. Ich habe jetzt 250 Abonnenten und ich bin total glücklich darüber. Und finde es auch super, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Es gibt mir so ein tolles Gefühl und so ein schönes Feedback. Ja, dann wünsche ich euch noch ein ganz schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.